Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie waren nicht sicherer als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kira. Es war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Ja.
Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Menschen müssen sie sehen, das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten und sie haben Geisel. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Zabal, was gibt es? Ich werde in Badapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Thank you.
Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit Gefleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warum soll ich Unterstützung schicke? Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht! AJ? Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ, aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke, ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es, Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst.
Der Sohn des Mohan Gale kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Pagan Min zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von... Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn? Okay. Neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter.
Bis dann! Ein goldener Pfad, Homie! Wuhu! Alles klar. Hallo, ich habe eine Nachricht bekommen, dass mich hier jemand treffen wollte. Hallo. Sharma Salsa, Gründerin, Leiterin und Besitzerin der internationalen Filmgesellschaft von Kürat, sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kürat. Schön, dich kennenzulernen, Darling. Ich freue mich. Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen. Man trifft nicht jeden Tag so einen erstaunlichen jungen Mann. Du erinnerst mich an den großen, legendären Ritin in Riti Kapoor. Einen der besten im kuratischen Film. Aber das ist lange her. Ich mag die kuratische Filmszene immer noch, versteh mich nicht falsch. Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr oder Gelder. Go, Bro. Da sind die Zuschauer heute. Von Klippen springen, mit dem Quad durch den Fluss rasen, epische Abgänge. Das machst du eh alles umsonst, oder, Süße? Ich will nur, dass du dich bei ein paar Rennen filmst, die ich organisiert habe. Ich produziere, wir laden das fertige Produkt hoch und sehen zu, wie das Geld reinströmt. Na, also, klar. Du wirst ein großer Star.
Des goldenen Pfades aller Zeiten hat ins Gras gebissen. Gerade als er Fuß gefasst hat. JFK, Gandhi, John Lennon, Tupac, alle auf dem Höhepunkt ihres Schaffens erledigt. Etwas vorsichtiger. Leute, ihr habt den Sender Freies Kühlrad eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Rana. Also, ich möchte über Anita reden. Furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Pfades. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist noch eine kleine Anekdote, liebe Anita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber man hört überall, dass sie auch noch eine aufstrebende Drogendealerin sei. Hey, ich urteile nicht, ich bin kein Drogenfahnder, ich unterstütze.
Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Meine Freunde, die haben sie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube... Aber die haben sie versklavt. Bitte, rette sie. Ich hole sie zurück.
Tu das nicht, Mann! Jeden Tag schickt die Royal Army mehr Soldaten ins Tal. Ich fürchte, die friedlichen Tage hier sind vorbei. Das ist alles, was ich habe. Nimm es, bitte. Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Bitte, befrei uns. Bitte, nimm das als Dank. Ein neuer Tag, eine neue Kugel. Kannst du uns bitte losfinden? Ich spüre meine Finger nicht mehr. Bitte, befrei uns. Bitte, nimm das für unsere Rettung. Ein Glück, dass ich noch lebe. Gesegnet seist du. Oh, danke. Ihr kriegt mich nicht. Ball. Nein! Du bist eine Dealerin! Ich
Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Erinnerst du mich noch? Worüber streiten sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt euch... Und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter... Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, Verdammt. Solange du hier bist. Oh, tu es doch. Tu es einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf.
Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ. Jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Alle tot. Und die Infos, die du gefunden hast? Eine Karte von einem Tempel oder so. Okay, AJ, das könnte wichtig für uns sein. Ich überprüfe das. Danke, dass du das erledigt hast.